1:0. Flavio. Gut gespielt. Erste richtig gute Möglichkeit in dieser Partie. Feridun Zandi. Angolas. Als er daran kam, Figueiredo. Ibrahim Mirzapur im Tor des Irans. Danke, Ivan. War sehr zurückgepfiffen. Steht unter Beobachtung. Aqua ist ja. Alidey, das kann er noch immer. Maravicchia. Alidey! War kein Abseits. Jedenfalls kein Abseits angezeigt. Und ich meine zurück. Alidey, gut zurückgelegt. Hitachemian. Oh, das sieht nicht gut aus. Der Keeper vor allem. Joao Ricardo und auf der Linie geklärt. Auf der Linie geklärt. Mendonça. Oh, Aqua. Aqua. Sich den Ausgleich erzielt. Im Spiel gegen Portugal. Love, Aqua, sie bringen den Ball nicht auf die Kiste. João Ricardo, war ja auch schon gegen Mexiko so. Es sieht nicht immer perfekt aus, was er macht, der Keeper. Miloy. João Ricardo bei Flankenbett. Kein schlechter Schuss von Teimurian und da hat er dann Glück, der klingt, aber ich meine, es war auch Abseits angezeigt. Dann den Fünfer gezogen. Love! Aber jetzt! Mirzapur! Kontakt mit dem Keeper zurecht abgepfiffen. Auch der Referee genug. Max Schild bietet zur Pause 0:0. Abpfiff, Umschaltung der Iran hat um 16:51:40 in 20 Sekunden. Ist es noch zu wenig. Mendoza. Strafraum im Blickpunkt. Muss aufhören. Mendonça. Und
Das bleibt auch dabei. Wenn es Richtung Tor geht, dann meist aus der Distanz. Medi Maravicchia, Joao Riccardo, meine Güte. Also, dass der nicht mehr als ein Gegentor ist, dann passiert das bei dieser WM. Ja, nee. Flavio, Tor! Ja, Tor für Angola! 1-0! Flavio! Wir haben schon nicht mehr daran geglaubt. Ganz starker Ball von Figueiredo auf den Flügel. Und dann kommt mal eine Flanke. Dann kommt mal eine. Und Flavio trägt sich in die Geschichtsbücher ein seines Landes. Hier der starke Ball von Figueiredo. War kein Abseits. Und dann ist es Sekalanga. Keiner bei Bei dieser Fußballweltmeisterschaft. Übersteiger, Mendoza! Station. Figueiredo raus, Rui Marqueda Play. Das ist ein Miteinander bei dieser WM. Und Ausgleich 1-1. Und das dürfte es dann gewesen sein. Zum Thema Achtelfinale und Angola. Und jetzt sind sie natürlich sauer. Bakhtiara Rizade. 1-1. Geht das unentschieden in Ordnung. Miloy. Tativi, Joao Riccardo, Maravicchia, noch einmal Gefahr, Zandi, Kevin und Zandi, sieht nach Mendoza aus, gegen Angola gibt es ein 1-1 und nun ist für beide Teams die Weltmeisterschaft 2006 in Deutschland beendet.